Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Fathers Frontier Let's Play auf maximaler Schwierigkeit. Wir haben einen neuen Tag, eine neue Woche und ein neues kleines Mistproblem, denn es fehlt hier noch ein weiteres Kompostlager. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir damit auch direkt an. Hier der neue Kompostplatz, den wir hier platzieren. Und das am besten so weit weg wie möglich von unseren Werten. Dorfbewohnern hier. Und dann machen wir hier gleich auch nochmal eine Straße hin. Und ich glaube, wir müssen in dieser Episode auf jeden Fall die Verteidigung ein bisschen verbessern. Also, das war schon eine relativ knappe Kiste letztes Mal. Und deswegen sollte ich wahrscheinlich noch das ein oder andere Türmchen bauen, verschieben, ein bisschen einrichten. Und ich würde sagen, ich packe mir diesen Turm hier auch mal hier ran ans Zentrum, damit ich auch hier nochmal einen weiteren Verteidigungsturm habe und auch hier das andere Tor noch absichern kann. Doppelte Wachen kann ich aktuell mir nicht leisten. Ich habe aktuell einfach das Problem, dass ich mir eine große Truppe nicht unterhalten kann. Von daher brauchen wir zusätzlich dazu auch noch hier neue Dorfbewohner, damit wir halt auch neue Einkünfte generieren können. Und dann sollte das Ganze eigentlich auch schon laufen. Wir haben jetzt noch 8 Plätze frei. Und dann schauen wir einfach mal. Okay. Das schaut ganz gut aus soweit. Und vielleicht könnte ich da unten auch nochmal eine Doppelmauer machen. Hier habe ich jetzt auch eine Art Doppelmauer mit dem Ackerzaun. Und dann habe ich hier eigentlich ein ganz gutes Zentrum. Hier habe ich auch schon eine Doppelschleuse, dass ich hier einfach überall mit Doppelschleusen arbeite. Wir brauchen noch mehr Holz, okay. Hier oben haben wir doch eine ganze Menge noch. Kann ich hier mal Leute noch zum Abholzen schicken. Und hier ist da auch noch eine ganze Menge. Stein bräuchte ich eigentlich auch noch ein ganz klein wenig. Nehmen wir hier noch ein bisschen Stein dazu. Und dann passt das soweit auch. Okay, also. Wie schaut es denn aus, was die Versorgung angeht? Töpferwaren kann ich halt aktuell nicht versorgen. Denn ich habe keine Tonproduktion hier auf der Map. Das ist ein großes Problem, das ich nur durch Handel lösen kann. Und mir fehlt auch massiv Attraktivität im Zentrum. Auch da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Aber aktuell glaube ich vor allem, dass mir auch Handelswaren noch fehlen. Mit Hilfe derer ich dann eben auch noch ein bisschen mehr Umsatz generieren kann. Und ich habe ja jetzt auch mit Stufe 3 die Glaswerkstatt freigeschaltet. Und jetzt müsste ich mal gucken. Ich habe halt leider keine Kohle hier. Habe ich hier irgendwo Kohle in der Nähe? Irgendwo in der Stadtnähe Kohle. Das wäre super. Hier habe ich Kohle. Dann könnten wir Kohle abbauen. So. Sand habe ich ja hier in der Stadt. Den kann ich hier abbauen. Und dann könnte ich nämlich noch eine Glasmacherwerkstatt machen, die leider auch sehr, sehr, sehr schwierig ist ihr Umfeld. Dann mache ich die irgendwo hier in die Ecke. Und da brauchen wir auch noch Ziegelsteine ohne Ende. Dann brauchen wir halt Händler. Also es ist wirklich schwer hier auf dieser Map ohne jeglichen Ton hier reinzugehen. Wir haben hier ganz, ganz viel Eisenerz und Gold. Also immerhin darüber kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Den Hebel ansetzen. Aber jetzt auch hier nochmal eine Goldproduktion. Und dann schaue ich mal hier rüber. Wo ist denn hier meine Schusterwerkstatt? Da kann ich auch nochmal eine Arbeitskraft mehr reinhauen. Und dann haben wir hier noch die Gießerei. In der Gießerei könnten wir halt ein bisschen Gold schon mal herstellen, damit ich darüber halt meine Goldvorräte so ein bisschen hinbekomme. Und dann brauchen wir auch schon wieder mehr Holz. Und wahrscheinlich auch bald neues Brennholz. Diesen Winter sah das nicht so gut aus. Da muss ich auf jeden Fall auch aufpassen.
Okay, 204 Einwohner kann ich jetzt hier schon theoretisch zumindest unterbringen. Und da oben fehlt es an einem Brunnen. Mache ich da oben den Brunnen auf jeden Fall auch noch hin. Ich mache ein neues Nutztier. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir noch die Weide ein bisschen nach oben verschieben. Dann haben die da etwas besseres Futter. Und hier, ja, hier müssen wir auf jeden Fall noch gegen das Unkraut vorgehen. Das hier kann ich jetzt auch schon wieder umstellen. Einmal Klee, einmal Bohnen, während hier die Bodenfruchtbarkeit im Allgemeinen jetzt langsam steigen sollte. Dass ich dann irgendwann anfangen kann, das Ganze eben auch mit Getreide zu füllen. So wie hier jetzt. Das hält sich ja auch halbwegs auf 60% und steigt dann langsam Jahr für Jahr an. Aber ich brauche den Händler. Also ich bin aktuell der Gnade der Händler ausgeliefert, was wahrscheinlich nicht so gut ist. Jetzt habe ich hier noch eine Kohlegrube. Sehr gut. Die Sandgrube funktioniert auch. Dann brauche ich halt hier noch Ziegelsteine und Eisen. Da kommen jetzt auch schon zwei neue Händler. Schauen wir mal. Hä? Wo kommen die 300 Gold her? Hä? Herstellung? 300? Das ist ein Fehler, oder? Irgendwas stimmt da, glaube ich, nicht so ganz. 300 Gold. Das ist eine unglaubliche Menge hier. Okay. Ich glaube, das Mehl kann ich wieder ins Gesamtlager verschieben. Das brauchen wir wieder. Leider kein Eisen hier dabei. Kein Ton, kein nix. Das ist sehr schade. Ich kann auch ein bisschen Werkzeug einkaufen. Die Leute noch ein bisschen besser arbeiten. Aber 300 Gold? Okay, das muss ich auf jeden Fall weiter verfolgen, wo das herkommt. Derweil brauche ich auf jeden Fall noch mehr Imker. Imker. Ich habe jetzt auch ein paar neue Ackerflächen. Also kann ich auch wieder neue Imker rein draufsetzen. Oh, wir haben schon wieder... Wow. Das ging schnell. Das gar nicht mitbekommen. War hier noch völlig versunken. Okay, wir haben da oben eine ganze Ecke Angreifer. Habe ich noch irgendwo Angreifer? Da ist schon wieder eine Mauer kaputt. Das ist noch vom letzten Mal, dass die hier auch die Lücke nicht nutzen. Aber die scheinen wirklich komplett vom Norden her zu kommen. Hier ist auch nochmal eine Attacke. Mann. Okay, dann läuten wir mal wieder. Tja, das wird unangenehm. Wieder die große frühjährliche Attacke. Dann sammle ich mal meine Leute hier am Tor. Komm, hau den um. Und ihr haut den um. Komm schon, ihr müsst den umhauen. Jawohl, ist sehr schön. Die können jetzt alle noch den hier umhauen. Ach, der plündert einfach meine Räucherei? Hä? Was ist das denn? Dann haut ihr noch den um. Und ihr haut den um. Nein, nicht alle. Ihr müsst doch... Hallo? Okay. Dann sind die schon mal umgehauen. Da oben wird sich immer noch an der Mauer abgearbeitet. Ja, und hier auch. Ja. Okay, haben wir noch irgendwo Angreifer hier oben? Irgendwas höre ich doch hier noch. Irgendwo ist ein Schwert unterwegs. Ja, die plündern hier. Schweine. Tja, die Außenmauern, die machen wirklich keinen guten Job hier.
was gegen was das Plünderer aufhalten angeht. Jetzt geht ihr hier so rein. Genau, noch ein Plünderer tot. Sehr gut. Und den hauen wir auch noch um. Sehr schön. Teamwork makes the dream work. Na, hör mal. Easy peasy. Irgendwo höre ich aber noch Lärm. Hier sind auch noch welche an der Mauer. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen doof gemacht, finde ich, dass die sich dann einfach in so einer Mauer verrennen. Und die einfach kaputt machen. Ich meine, was soll denn das hier? Was ist denn das hier für eine Angriffs-KI? Die stellen sich einfach breit auf entlang der Mauer zu 50st und hauen dann jeweils ihr eigenes Mauerstück kaputt. Und sorgen hier einfach nur für Chaos. Finde ich ein bisschen schade. Keine Ahnung. Das heißt eigentlich, ich muss überall an jedes Mauerstück Mauern stellen. Das ist doch irgendwie auch doof, ey. Keine Ahnung. Okay, kann ich das irgendwie halbieren? Ja. Den kann ich auch noch aufteilen. Ja, und jetzt schau dir das hier schon wieder an, ne? Wie verteilt das hier alles ist. Damit läuft halt so ein Angriff dann 15.000 Monate. Das heißt, man muss sein Dorf auch irgendwie ganz anders aufbauen. Antizipierend, dass die halt hier einfach nur einzelne Mauerstücke angreifen. Okay, die Kinder scheinen nicht angegriffen zu werden, oder? Kann das sein? Wie viele sind denn das, ey? 500.000 Einwohner hier, Angreifer hier schon wieder. Haut die da ins Maum. Okay, dann bauen wir die mal wieder auf. Mann. Ist der Angriff jetzt durch eigentlich? Ja, oder? Können wir wieder weitermachen? Ein paar laufen hier noch durch die Gegend, aber ich glaube, die hauen ab. Ah, die hauen ab. Okay, gut. Also, sind diesmal nicht ins Innere eingedrungen. Haben nur ein paar Dorfbewohner erschlagen. Das heißt, ich muss hier mal wieder rein und neu aufteilen. Der Bäcker wurde erschlagen. Hallo? Kann ich hier nicht mehr auswählen? Achso. Wow. Dann müssen wir ein paar Baumeister hier freimachen erstmal. Okay, ich muss jetzt gucken. Wir haben jetzt 8 Verletzte. Das war schon wieder ein sehr heftiger Angriff. Wow. Okay. Aber wir leben. Wir leben. Das ist schon mal das Wichtige. Wir sind noch nicht tot. Aber es hat schon sehr weh getan jetzt. Jetzt haben wir hier schon wieder Raubtiere. Die Mauer wird auch wieder. Ja, aber die gegnerische KI ist schon immer noch so ein bisschen, weiß ich nicht. Also wenn die zu 50st angreifen und dann sich zu 50st an so einer Mauer aufreihen und jeder einzelne Gegner macht dann ein Mauerstück kaputt und die laufen dann nicht mal durch eine Bresche oder so. Das macht halt irgendwie auch keinen Sinn. Also dann sind die ja nur auf Zerstörung aus. Aber eine Mauer kaputt machen, also einfach nur ein weiteres Mauerstück kaputt machen, macht ja eigentlich keinen Sinn. Also, die wollen doch eigentlich plündern oder brandschatzen oder irgendwas. Aber wenn du eine Mauer schon durchbrochen hast, macht das doch keinen Sinn, das Mauerstück daneben auch noch kaputt zu machen. Wenn ungefähr einen Meter weiter einfach was viel, viel Besseres darum liegt. Also, jetzt mal rein logisch gesehen halt, ne? Aber gut. Aber gut. Okay. Ich brauche... Habe ich hier schon eine Schmiede irgendwo eigentlich? Gucken wir mal. Ne, wir haben keinen Schmied. Wir brauchen einen Schmied für Waffen. Oh, Friedhof ist voll. Das heißt, wir brauchen einen neuen. Ich mache hier vor den Toren einfach einen Friedhof noch weiter.
Und dann würde ich sagen, bauen wir einen Schmied. Die Schmiede, die hatte ich wahrscheinlich auch vor allem anderen bauen sollen. Können wir hier reinhauen. Dann brauche ich schon wieder schweres Werkzeug. Aber solange ich Gold habe, sollte ich das nutzen auf jeden Fall. Und so eine größere Zuwanderung wäre jetzt auch richtig nice. Das würde auf jeden Fall gut helfen. Dann überlege ich jetzt schon, ob ich unsere große Mauer nicht noch verdoppeln soll. Weil im Grunde hätten wir dann einfach noch ein bisschen mehr Zeit in der Verteidigung. Ja, und dann muss ich halt bald anfangen, über die Schmiede Waffen herzustellen. Um meine Stadtgarde hier noch ein bisschen zu verstärken. Damit ich auch wirklich mal eine Armee habe. Ich meine, das Problem ist halt aktuell auch, dass ich mir die gar nicht leisten kann. Ich komme hier aktuell gar nicht raus. Also sobald ich mich erholt habe von einem Angriff, steht schon der nächste an. Ich brauche irgendwie mal einen Befreiungsschlag. Bin mir aber nicht sicher, wie der gelingen soll. In der aktuellen Lage. Also jetzt wird es langsam schon schwer. Es ist irgendwie so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit einer Cassandra bei RimWorld, wo du halt, wenn du einmal so richtig in die Scheiße langst, dich eigentlich so sehr schwer erholen kannst, weil jeder Schlag, der kommt, härter wird. Mit jeder weiteren Welle kommen mehr Gegner. Und wenn du einmal unten bist, dann bleibst du unten. Jedes Mal, wenn du dich wieder so ein bisschen erhebst, wirst du sofort wieder in den Boden gerammt. Das ist schon hart. Na, gucken wir mal. Ich bin immer noch verwirrt, ob das Umsatz ist hier. Also irgendwas scheint ja wirklich unglaublich massiv den Umsatz zu boosten. Ich glaube, es ist vielleicht sogar die Kerzenwerkstatt. Die Kerzen an die eigenen Bewohner hier verkauft. Wir werden sehen. Hier fehlt schon wieder Futter. Weil wir eigentlich genug Nahrung haben müssen. Es kam jetzt auch das gesamte Jahr kein Händler. Das ist halt auch sehr bitter. Weil uns dadurch halt auch wichtige Bausachen fehlen. Das ist ein Problem auf jeden Fall. Also in einer Map, in der eine Rohstoff komplett fehlt, merkt man halt schnell den Mangel. Okay. Erkunde ich da oben noch weiter. Vielleicht finde ich ja irgendwo doch noch Ton. Das wird so wichtig. Einfach um nicht mehr auf diesen Händler angewiesen zu sein, der halt auch mal nicht kommt ein Jahr lang, wenn er keine Lust hat. Was ich aber auch nicht verdenken kann. Also wenn ich hören würde, dass hier eine Stadt frisch überfallen wurde, würde ich da jetzt auch nicht unbedingt direkt zum Handeln fahren wollen, weil die Chance, dass wir nichts mehr haben zum Handeln, ist ja auch gar nicht mal so niedrig. Dann tritt er seine weite Reise an, gänzlich umsonst. Wir haben so viel Gold gerade, wo kommt das alles her? Kann ich ja hier noch ein paar Leute einstellen. Kann ich eigentlich irgendwie alle anwählen? Kampfgebiet markieren. Aha. So. Könnte ich mit denen jetzt quasi den Wolfshain ausräuchern gehen? Dass die den mal kaputt machen hier, damit wir nicht mehr so viele Raubtiere haben die ganze Zeit. Hat ja auch eine schöne Axt dabei. Gucken wir mal. Hallo, du sollst den Wolf hier angreifen. Und den Wolf ja auch. Und dann sollst du das hier kaputt machen. Jawohl. Macht das kaputt. Holt eure Äxte raus. Sehr schön.
Sehr schön. Ja, dann haben wir auf jeden Fall die Wölfe weg. Und jetzt können die zur Kaserne zurückkehren. Okay, sehr gut. Damit haben wir das Wolfsproblem schon mal ausgeschaltet. Das ist doch super. Also zumindest da mal den Fortschritt gemacht. Das Wolfsrudel hier im Osten ausradiert. Und damit Platz gemacht. Sehr gut. Der eine muss noch heilen, aber das passt schon. Und dann brauche ich halt leider jetzt wieder einen Händler, weil schweres Werkzeug kann ich aktuell nicht herstellen. Kann ich nur einkaufen. Ich finde es aber auch sehr kurios, wie es wechselt zwischen einem Gold und 109 Gold. Je nachdem, was halt gerade vorhanden ist. Da kommt ein Händler, sehr schön. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Aber dann weiß ich auch für den nächsten Angriff, ich habe auf jeden Fall so einen kleinen Einkreistrupp, mit dem ich dann zumindest so gezielt Plünderer an einer Seite mal abhalten kann. Dann muss ich nicht immer meine ganzen Dorfbewohner reinschicken. Ich meine, das funktioniert, finde ich, auch erstaunlich gut. Man verliert jetzt nicht so viele Plünderer, so viele Dorfbewohner. Zumindest nicht mehr, als wenn man die Plünderer einfach so durchlaufen lässt. Das wäre natürlich noch cooler, wenn man einfach Leute mit Rüstung hätte, die das alles abfangen. Leider kein schweres Werkzeug, aber dafür können wir endlich mal Backsteine einkaufen. Was super, super gut ist. Komm schon, gib Gold. Gib Gold. Gönn. Gönn das Gold. Okay, sehr schön. Dann kann ich hier Backsteine einkaufen. 63 Stück. Ich kann halt leider wieder mal nichts verkaufen. Na gut, ich könnte ein bisschen Sand loswerden. Den kriegen wir eh in Massen nach. Boah, auch ein schlechter Preis hier für Ton. Kaufe ich lieber noch mehr Ziegelsteine ein. Eine Handvoll Weizen. Aber da habe ich auch schon ein bisschen was auf Lager. Ich könnte halt Sand gegen Ton tauschen. Ist eigentlich auch kein schlechter Trade. Soweit. Ansonsten halt natürlich die ganzen Ziegel für das Gebäude hier außen. Für den Glasmacher, der mir ja dann auch wiederum mehr Geld geben kann. Und Ton brauche ich halt für die ganzen Gebäude-Upgrades auch noch. Aber das schaut doch schon mal ganz gut aus dann. Dann kann ich nämlich hier die Glasmacherwerkstatt schon mal fertig machen. Da kommt noch ein Händler, wenn ich Glück habe. Dann kann der mir noch ein schweres Werkzeug verkaufen. Dann habe ich auch die Schmiede, dann kann ich Waffen herstellen. Und dann schaut das Ganze doch schon wieder anders aus. Oh, und ich brauche noch eine... Noch einmal Eisen irgendwo. Eine Eisenmine. Wo ist denn hier die nächste Eisenmine? Da, ach, ich habe schon eine. Kann ich da einfach nur nochmal eine Arbeitskraft mehr anwerben. Nochmal ein bisschen Sand verkaufen. Und hier nochmal eine ganze Menge Schuhe. Da habe ich auch eine schöne Überproduktion. Und hier gibt es schweres Werkzeug. Perfekt. Absolut perfekt. Da muss ich nur noch 255 irgendwie zusammenbekommen. Bevorstehende Hitzewelle. Na, wunderbar. Genau das, was ich gebraucht habe. Komm schon. Ist der Glasmacher fertig? Der Glasmacher ist fertig. Sehr gut. Der Glasmacher halt auch hervorragend, weil der mir eben dieses Glas auch zum Verkauf dann einfach herstellen kann. Wieso wird jetzt der Händler hier nicht angezeigt, obwohl einer da steht? Was ist hier los? Das ist ja doof. Der Händler, den ich brauche, der wird mir hier nicht angezeigt, oder was? Oh, come on. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist genau der Händler, den ich brauche. Ah, jetzt hat... Boah, ich dachte schon. Glück gehabt. Also da wäre ich jetzt auch ein bisschen getiltet gewesen. Okay, das passt. Ich habe auch noch ein bisschen Eisen auf Lager. Sehr gut.
Kaufe ich noch ein schweres Werkzeug, jawohl. Und dann kaufe ich vielleicht noch ein paar Knüppel, die sind schon billig. Kann ich mal meine Leute ausrüsten langsam. Sehr gut. Oh, neue Leute, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ausgezeichnet. Okay, jetzt müsste ich meine Schmiede fertig bauen können. Ich habe meine Gießerei. Das heißt, ich kann... Ah, jetzt verstehe ich das, wo das ganze Gold herkommt. Natürlich, das wird hier hergestellt. Ich bin ja auch ein Idiot. Natürlich, die Goldbarren. Aha. Die werden ja immer in 100er Blöcken hergestellt. Ich dachte halt, wieso ist da immer so ein Sprung drin? Aber der stellt natürlich nicht einen einzigen Goldbarren her, sondern halt einfach 100 auf einmal. Jetzt macht das Ganze einen Sinn. Okay. Sehr gut. Dann haben wir da den Glasmacher. Dann fehlt... Ach, die Schmiede haben wir auch. Sehr schön. Und zwar würde ich sagen, machen wir dann erstmal mehr Waffen, bis ich überall auch Waffen habe. Und dann habe ich nämlich Waffen. Ich habe Gold. Dann brauche ich als nächstes noch Rüstung. Die Rüstungsschmiede können wir auch direkt daneben platzieren. Dann kann ich nämlich meine Leute auch ausstatten hier. Und dann... Ja, dann wird es langsam Zeit, noch mehr Türme zu bauen. Sobald ich mir die Türme leisten kann. Und... Was ich auch noch machen könnte... Wir hatten eben die Doppelmauer. Beziehungsweise... Die Steinmauer. Ich kann ja jetzt Upgrades machen hier. Das heißt, wir machen mal zum Beispiel hier ein Mauer-Upgrade. Zumindest hier für die eng geschaltete Mauer. Die wird jetzt hier überall verbessert. Dann haben wir nämlich Steinmauern. Und mit den Steinmauern sollte ich dann eigentlich auch erstmal... Ruhe haben. Vor allem mit den Steintoren auch. Ah, sehr schön. Das erste Steintor, ne? Also, das sieht doch hier mal nach einer richtigen Stadt aus, so langsam. Mit steinernen Wällen. Oh, jetzt kann ich hier nur... Oh, wow. Wirklich? Der kann hier nicht differenzieren zwischen Stein- und Holzmauer. Das heißt, ich muss die genau anwählen. Die Verbesserung. Okay, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir bauen hier auf jeden Fall jetzt alles nach und nach auf Stein auf. Zumindest den inneren Bereich und dann natürlich auch die Außenmauer. Dann habe ich da einfach noch mehr Zeit. Und dann kann ich halt auch nach und nach mal die Außenmauern mit Türmen besetzen. Das ist dann der nächste Schritt. Sehr gut. Und dann habe ich halt vor allem hier auch noch die Schmiede mit den Waffen. Das heißt, die haben ja auch alle nicht nur Knüppel, sondern bald auch Schwerter. Ja, und dann läuft das doch auch schon wieder rund, ne? Da holen wir uns langsam hier. Hoffentlich haben wir noch ein bisschen Ruhe. Also ich würde sagen, jetzt noch bis Ende des Jahres kriege ich vielleicht sogar noch die Mauern hier fit. Muss halt nur ein bisschen Stein sammeln. Aber abgesehen davon... So ein doppeltes Steintor sollte ja auch ein bisschen was aushalten hier. Dann hätten wir da hoffentlich mal ein bisschen Ruhe. Und es schaut halt vor allem auch gut aus. Hier Steintor mit Steinstraße. Das schaut schon mächtig prächtig aus. Ich sollte dann auch aber noch gucken, dass ich den Markt upgrade. Dass ich den auch nochmal verbessere, damit ich noch mehr Geld generieren kann. Weil aktuell sieht das da nicht so gut aus. Das wird wahrscheinlich auch eine sinnvolle Verbesserung auf jeden Fall. Dafür brauche ich halt noch mehr Ziegelsteine. Aber erste Priorität ist auf jeden Fall die Mauer. Dass wir die hier nach und nach verbessern. Und damit... verabschiede ich mich eigentlich auch schon von dieser heutigen Episode. Wir sind auf jeden Fall guten Weges.
unterwegs hier und vor allem sehe ich hier auch schon wieder neue Upgrades überall. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg hier. Wir sind hier auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg. Und ich glaube auch, dass sobald mal hier nochmal ein guter Händler reinkommt mit einer Menge Ton, wir hier auch nochmal auf einem ganz anderen Level uns verteidigen können. Vor allem, weil wir jetzt auch noch Kettenhemden bekommen. Mit Kettenhemden haben wir dann noch stärkere Soldaten. Dann kann ich sogar noch mehr Soldaten mir anlachen. Ich muss nur meine Goldproduktion stetig hochhalten. Und dann haben wir eine schöne Armee hier am Start. In diesem Sinne, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.